Joe Biden ist jetzt gut 2 Monate im Amt und neuer US-Präsident und er hat recht schnell einen neuen Ton angeschlagen. Wie geht es der größten Volkswirtschaft der Welt? Das bespreche ich heute mit Astrid Dörner. Sie ist die US-Handelsblatt-Korrespondentin und mir heute zugeschaltet. Astrid, ich grüße dich. Hallo Manuel. Ja, wie sieht es denn aus an den Märkten? Wie reagieren die momentan auf Biden und die neuen Themen? Ja, es ist interessant. Vor ein paar Monaten noch unter Donald Trump, du erinnerst dich bestimmt, haben wir diskutiert, wann jetzt endlich das neue Konjunkturpaket kommt und wie hoch der Schaden sein wird, wenn es denn nicht kommt oder nur sehr, sehr klein ausfällt. Und jetzt haben wir eine komplette Kehrtwende. Joe Biden plant nochmal 1,9 Millionen Dollar Konjunkturpaket. Und jetzt diskutieren wir darüber, ob es vielleicht zu viel ist und wie viel Schaden denn zu viel Geld anrichtet, denn die Notenbank stimuliert ja auch weiter. Also Kehrtwende und vor allem diskutieren wir jetzt über die Sorge von zu hoher Inflation und Blasen an den Märkten. Also neue Themen und wir werden sehen, wie es hier weitergeht. Ja, so ein bisschen hat man das Gefühl, das Schreckgespenst Inflation geistert durch die Märkte, eben auch, weil man Angst hat, dass die Zinsen ja steigen könnten. Aber Jerome Powell hat sich ja in dieser Woche geäußert. Was kann man daraus lesen? Ja, der Chef der Notenbank, Jerome Powell, hat nochmal alles gegeben diese Woche vor dem Kongress, um zu versichern, dass es der Wirtschaft eigentlich noch gar nicht so gut geht, wie man bei einem Blick an den Märkten vielleicht glauben könnte und dass noch viele Hilfen nötig sind, auch seitens der Zentralbank. Und das hat die Märkte etwas beruhigt. Die Frage ist jetzt, wie nachhaltig ist das? Ja, und wir sehen zum Beispiel an Tesla, wie groß die Sorge ist. Die Tesla-Aktie ist kurzzeitig um über 10% abgerutscht. Und das war der große Star des letzten Jahres. Also es wird heftig gestritten und es ist noch nicht entschieden. Es kann sein, dass Inflation droht, aber da sind sich noch nicht alle einig. Aber klar ist, dass die Rotation begonnen hat. Ja, raus aus Tech, mehr rein in Value, mehr rein in Banken, in Infrastruktur, in Öl, in Energiewerte, alle Sachen, die uns etwas näher an die reale Wirtschaft bringen und die so eine kleine Wachablösung zumindest hat jetzt begonnen. Ja, die Tech-Werte sind ja in den letzten Jahren eh schon die Gewinner gewesen, aber durch Corona nochmal verstärkt. Ist dieser Boom jetzt damit gebrochen? Ich glaube nicht, weil Technologie unser Leben ja noch weiter sehr, sehr stark prägen wird. Aber ich glaube, es ist nicht mehr so einfach zu sagen, ja, die Aktie wird steigen, weil ist ja Tech, sondern man muss einfach differenzierter draufschauen. Und viele Portfolio-Manager, die raten jetzt zu einem Handelportfolio sozusagen. Ja, also weiterhin ausgewählte Tech-Werte auf der einen Seite, aber eben auch Value-Werte auf der anderen. Warren Buffett hat im 4. Quartal ja groß bei Chevron zum Beispiel eingekauft. Ja, ist jetzt auf Platz 10 seines Portfolios. Also klar, Buffett war ein großer Tech-Investor, aber du siehst zumindest, dass wir eine klare Teilung sehen, die wir letztes Jahr noch nicht so stark gesehen haben. Ja, aber Buffett hat ja auch bei Verizon investiert und da muss man ja sagen, dann mit 5G-Technik wäre das ja dann auch wieder zukunftsweisend und Technologie. Das stimmt und auch bei T-Mobile USA. Also auch da, wenn du willst, ein Handelportfolio, weil man einfach noch nicht klar sagen kann, es geht ganz sicher so oder ganz sicher so und wahrscheinlich müssen wir eben noch eine ganze Weile zweigleisig fahren. Investitionen hat auch Joe Biden vor, nämlich in grüne Investments. Wie kommt das denn an der Wall Street an? Ach, ganz gut. Schon unter Trump haben ja große Finanzinstitute einfach ihr eigenes Ding gemacht und große Investitionen angekündigt in erneuerbare Energien oder wie im Fall von BlackRock haben sie Druck ausgeübt auf andere Unternehmen, die den Schuss noch nicht gehört haben, dass sie sich da stärker engagieren. Und jetzt sehen wir eben, dass die Pläne der Regierung und die der Wall Street zumindest Hand in Hand gehen. Allerdings weiß man noch nicht, wie viel Biden tatsächlich erreichen kann. Er muss sich jetzt erstmal um die Corona-Krise kümmern, auch einfach Investments in klassische Infrastrukturen hat er ja vor. Und wie viel Geld und Energie dann noch übrig bleibt für das große Paket der grünen Energie, ja, das muss man abwarten. Deshalb
Vorsicht, viele ETFs, die auf grüne Energie setzen, ja, die sind im letzten Jahr schon ziemlich angestiegen und es kann sein, dass denen jetzt erstmal die Luft ausgeht, weil so vieles schon vorweggenommen wurde. Wenn wir mal an die Wall Street schauen, es ist schon noch deutlich leerer, nicht nur an der Börse selbst, wo viele Trader dann eben nicht momentan auf dem Parkett sind, sondern auch in den Bürotürmen. Es ist eben Work from Home oder Work from Anywhere. Meinst du, werden sich die Bürotürme in New York wieder richtig füllen oder werden da vielleicht einige doch eher zu Hause bleiben oder von irgendwo arbeiten? Ja, die Wall Street hat tatsächlich das Beste daraus gemacht aus dem neuen Work-from-Anywhere-Zeitalter. Viele sind nach Florida gezogen und da sehen wir jetzt, dass sich wirklich so ein kleines Cluster bildet. Ja, die Wall Street des Südens scherzt man schon, weil klar, da ist das Wetter besser, aber auch die Steuern sind deutlich niedriger, Privatschulen kosten weniger, die Mieten sind nicht so hoch wie in New York. Und ganz viele siedeln sich jetzt da an. Hedgefondsmanager, Private Equity, aber auch Anwälte und alle suchen jetzt eben nach kleinen Büros. Und das ist so ein Anzeichen dafür, dass es eben nicht mehr zurückgeht in die großen Türme, wo 6.000, 7.000 Menschen gleichzeitig ein- und ausgehen, sondern dass es kleiner und etwas dezentraler werden wird und dass man durchaus sich vorstellen kann, eben nicht mehr aus New York, sondern aus Florida und von anderswo zu arbeiten. Aber in New York gibt es natürlich sehr viel Infrastruktur, die New York Stock Exchange ist natürlich da und auch viele haben in Glasfaserkabel investiert für High-Frequency-Trading zum Beispiel. Ja, also das wird nicht weggehen, New York wird jetzt nicht ganz ohne die Finanzindustrie auskommen, aber Corona wird schon nachhaltig viele Dinge verändern. Ja, und Donald Trump war dann vielleicht auch mal in seinem Leben ein Trendsetter mit dem Umzug nach Florida. Ich hoffe, New York hat so viel zu bieten, dass die Stadt dann auch irgendwie wieder in ein, zwei Jahren erwacht. Astrid Dörner, US-Korrespondentin des Handelsblatts in den USA, vielen Dank für deine ganzen Infos. Jederzeit. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Schauen Sie weiter auf unsere Themen bei handelsblatt.com. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.